Und ich habe mir natürlich gleich wieder noch jemanden mitgebracht. Und das ist ein junger Mann aus Haarlem, Haarlem in Amsterdam. Noel van Schaik, Coffeeshop-Betreiber aus Haarlem. Und er hat mittlerweile schon 420 Smokeouts organisiert, veranstaltet in Amsterdam. Ich wusste vorher nicht, was ein Smokeout ist. Es ist ungefähr sowas wie das, was wir hier machen. Nur, dass man nicht so vorher so viel läuft, sondern man trifft sich zusammen und am Ende, so habe ich es verstanden, wird man, also 24 waren das, oder? 24. 24 Joints werden gleichzeitig angezündet, nachdem palavert wurde. Und das ist sozusagen die Friedensrunde. Aber jetzt erstmal Mikro offen für Noel van Schaik aus Haarlem. Hallo, Cannabis-Liebhaber. Mein Name ist Noel van Schaik. Ich bin Niederländer. Und ich bin seit 1991 geduldeter Cannabis-Unternehmer. Also ich verkaufe Cannabis. Mehr oder weniger legal. Zuerst möchte ich mich herzlich bei Stefan Geier und seinen vielen Helfern für die Einladung hier zu sprechen bedanken. Und gratuliere mit das großen Erfolg. Ebenso bei meinen Freunden von Kein Witpass für ihren Einsatz in unsere Sachen. Von allem bei unseren 24 Aktivitäten in den Niederlanden. Ihr habt heute zweifelsohne sehr viele Argumente für die Legalisierung von Cannabis und für die Großproduktion von Hanf gehört und ich stimme all diese Argumenten zu. Ihr wisst natürlich von dem Erfolg der Legalisierung von Cannabis in Colorado in den Vereinigten Staaten, die Legalisierung von Cannabis in Uruguay und die von den vielen hunderten Cannabis-Socio-Clubs in Spanien, wo ich auch lebe und ich weiß Bescheid. Mein Beitrag an diese Hanfparade handelt von den finanziellen und kommerziellen Aspekten von Cannabis, speziell über die Produktion und den Verkauf von rauchbaren Cannabis-Produkten, so wie ich das mache in den Niederlanden. Ich bin seit bijna 25 jaar een van 600 geldwäschen des Niederländische Staaten. Daardoor darf ik cannabis illegal einkaufen en legal in mijn geduldete coffeeshop verkaufen. En moet 51% van mijn netto-gewinns aan het Finanzamt abgeben. Daardoor is de Nederlandse staat eigenlijk de grootste profiteur der cannabisindustrie. Während er die Unternehmer die illegale Arbeit machen lässt, lehnt er sich zurück und lässt seine Unternehmer die illegale Arbeit machen und behält am Ende mehr als die Hälfte des Geldes ein. In den Niederlanden gibt es jetzt noch etwas mehr als 600 Coffeeshops. Die Anzahl nimmt seit 1996 stetig ab. Damals gab es noch 1450 Coffeeshops. Nicht weil der Handel mit Cannabis sich nicht lohnt, sondern weil die Gesetzgebung durch das Eingreifen von visionslosen Politikern steeds repressiver wird. Trotz dieser weltfremden und unfertigen Gesetzgebung setzen die letzten knapp 600 Coffeeshops knapp 2 Milliarden Euro in Cannabis um und geben dem Staat jedes Jahr 400 Millionen in Steuern. Das heißt rund 620.000 Euro jede Coffeeshop. Ah, da haben wir einen deutschen Kampion. Die rund 600 Coffeeshops bedienen übrigens nur 40% der niederländischen Nachfrage nach Cannabisprodukten und werden in nur 101 von 440 niederländischen Gemeinden geduldet. Der Rest der niederländischen Kiefer, also 60%, bedienen sich wie eher in Deutschland auf den Schwarzmarkt. Haarlem, die Stadt, in der mein Coffeeshops täglich für jede Nationalität geöffnet sind, ist seit 1996 der Prüfstein für die stets veränderte Cannabis-Gesetzgebung und wird als ein Modell für die Niederlande gesehen. Haarlem hat ungefähr 160.000 Einwohner. Der Gesetzhaber hat 1996 beschlossen, pro 10.000 Einwohner einen Job zuzulassen, wodurch in unserer Gemeinde seitdem 16 Coffeeshops geduldet sind. Das funktioniert prima, auch von meinem Standpunkt. Und meine Kollegen und ich haben ein gutes Einkommen,
Dein Coffeeshop geht pleite durch zu wenig Kundschaft. Natürlich sind unsere Shops nicht mit Maastricht oder Amsterdam zu vergleichen. In Haarlem bedienen die 16 Coffeeshops hauptsächlich die lokalen Konsumenten und im Sommer gibt es dann noch ein wenig extra Umsatz durch Touristen. Jetzt kommt der Vorschlag, den ich euch vorstellen möchte. An alle, die hier versammelt sind, aber eigentlich an Frau Merkel und die deutsche Bundesregierung gerichtet ist. Deutschland verzichtet durch das Verbot von Cannabis auf Milliarden an Euro für die Staatskasse. Ich rechne euch mal vor, was die Legalisierung von Cannabis die deutsche Staat einbringen kann. Ich probiere es kurz und eindeutig zu erklären. Es ist nicht ganz einfach, da man ein wenig rechnen muss. Wenn ich von den Zahlen aus Haarlem ausgehe und die auf die Einwohner von Deutschland 82 Millionen umrechne, wird das Legalisieren von der Produktion und Verkauf von Cannabis mit einem Coffeeshop pro 10.000 Einwohner in Deutschland 8.200 Coffeeshops entstehen lassen. In einem Coffeeshop arbeiten durchschnittlich 10 Personen. Das bedeutet, dass die 8.200 Coffeeshops Arbeit für 82.000 Menschen bieten können. Für die Produktion des Cannabis sind nochmal ungefähr 5 Arbeitskräfte pro Coffeeshop notwendig. Dadurch entstehen nochmal ungefähr 40.000 Arbeitsplätze. Das Legalisieren der Produktion und des Verkaufs von Cannabis wird in Deutschland 8.200 neue Betriebe entstehen lassen und dadurch können an die Coffeeshop-Betriebe 120.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Ich sagte schon früher, dass ein niederländischer Coffeeshop durchschnittlich 620.000 Euro pro Jahr an die Staatskasse abführt. Stelle man sich vor, dass Deutschland Cannabis legalisiert, dann würden ungefähr 8.000 Coffeeshops im ganzen Land geöffnet. Dann wird die deutsche Staat pro Jahr 8.000 mal 620.000 Euro ist 4,96 Milliarden an Steuern kassieren. Beinahe 5 Milliarden pro Jahr. Der Markt für diese Coffeeshops muss nicht erst entstehen. Denn gibt es bereits seit Jahrzehnten und in Deutschland konsumiert ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung Cannabis als in den Niederlanden. Das Verbot von Cannabis funktioniert nicht, fördert die Kriminalität und kostet den Steuerzahler Milliarden pro Jahr. Das Legalisieren von Cannabis schafft Arbeitsplätze, holt das Produkt aus den Händen von Kriminellen und bringt der Bevölkerung Milliarden an Steuergeldern. Das Festhalten am Verbot von Cannabis ist nicht im Interesse der deutschen Bevölkerung. Und nach den Entwicklungen in Colorado, Uruguay und Spanien gibt es auch keine Entschuldigung mehr für dieses Verbot. Das Schaffen von 8.200 neuen Betrieben, die Arbeitsplätze für mindestens 120.000 Arbeitnehmer schaffen, mit einem Gesamtumsatz von 25 Milliarden Euro pro Jahr und Steuerabgaben von 5 Milliarden pro Jahr, an die Staatskasse ist sehr wohl im Interesse der deutschen Bevölkerung. Auch für die Menschen, die kein Cannabis konsumieren. Frau Merkel und Frau Mödler können mich gerne anrufen. Dann erkläre ich es gerne noch einmal sehr langsam. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank an den Noel van Schaik für die kleine Rechenpause zwischendrin.